Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Most Wanted 2005. Wir haben aktuell schon 66% Karrierefortschritt und machen als nächstes weiter mit den nächsten Rennen für Blacklist-Gegner Nummer 2. Bull nennt er sich. Und wir wollten als nächstes dieses Radarfallen-Event machen. 9,2 Kilometer Lennox and Camden. Sofern ich mich nicht irre, aber ich glaube, ich irre mich nicht. Gut, dann schauen wir uns mal wieder die Zwischensequenz an. Ja, ganz nett. Mal wieder eine, die wir schon gesehen haben, aber da links steht The Very Late Show. Die sehr späte Show. Ist auch manchmal ganz interessant, was hier so auf den Straßenschildern draufsteht. Ups, da. Okay, ja, Radarfalle. Da war schon die erste. Hab ich gar nicht gesehen. Achso, die wird jetzt ausgeblendet. Auf der Karte, wenn man die durchfahren hat. Oh, da kommt schon die nächste. Zack. 261. Schon mal auf Platz 1 geschoben, sehr schön. Und wo sollen wir jetzt langfahren? Ja, einfach den Highway entlang. Auch gleich fahren wir über den Highway to Oval. 343. Ach du je. Wow. Ey, ich krieg die Kurve kaum. Was? Tua. Ja, da kommt die Polizei, ist schon klar. Das ist jetzt aber das erste Mal, dass sie gesagt hat, eine ganze Gruppe von Rassern. Noch sowas. Sonst war ja immer nur ich derjenige, der hier irgendwas falsch gemacht hat und nie die anderen. Aber jetzt, ausnahmsweise mal nicht. Jetzt sind die anderen auch welche, die irgendwas Böses hier machen. Ach du Scheiße. Nein. Das war nicht cool. Aber nur einer ist vor uns, die anderen sind irgendwie total weit weg. Naja, umso besser. So, ein bisschen Nitro wieder aufheben für den nächsten Radarfallenpunkt. Oh, jetzt kommt erstmal eine Kurve. Ach ja, kommt der jetzt hinter der Kurve oder was? Ja, naja gut, kriege ich trotzdem hin. So. Alles klar. Ja, Polizei, kommt die jetzt mal oder nicht? Also wenn nicht, dann ist natürlich noch besser, aber 300. So, Vollgas. Weiß gar nicht, was die Höchstgeschwindigkeit eigentlich von ist. Von nur. Ach, hier ist schon zu Ende. Oh. 1927, da gab es jetzt gar keine Polizei. Na, das ist ja umso besser. Und Charlie hatte 1779, also ziemlich großer Abstand. Und Coleman nur 1480, einfach nichts. Na gut, 20.000 Geld, danke. Und nochmal einen Sprung. Hui. Und bremsen. Mit Handbremse aber bitte. Oh, habt ihr das gehört, Leute? Da kam gerade eine Meldung von Nintendo auf dem Wii U Gamepad. Naja, die werde ich mir jetzt aber nicht angucken. Stattdessen mache ich erstmal das nächste Event. Und ich suche es mal wieder kurz aus. Wir machen weiter mit diesem Sprint. 11,6 Kilometer, maximales Kopfrisiko. Los geht's. Also, ja. Geht's los. Was fahren hier für Leute mit? Carrera S. Okay. Ja, den hatte ich vor etwas längerer Zeit schon, Kollege. Also, ist eventuell nicht so eine gute Idee, den jetzt hier noch irgendwie zu haben, ne? Aber mein Nitro ist schon echt geil, es hält echt lange. Ich könnte auch einstellen, dass es noch länger hält. Damit, also, ja, es wirkt dann halt aber nicht so stark. Aber ob es das bringt, weiß ich nicht. Ich denke mal, naja, nicht so sehr, denke ich mal. So, Sprint, keine Radarfallen, sehr schön. Sind auf Stufe 5 übrigens. Immer noch. Oder wieder. Ich weiß es gar nicht. Also ich meine, ob wir jetzt quasi von, ohne dass wir es, dass wir was gemacht haben, auf Stufe 5 sind oder dass wir das selber quasi angerichtet haben. Ich glaube, wir haben es selber angerichtet. Naja. Kann schon sein. Bin aktuell auf Platz 1. Sequel, oder wie er heißt, ist hinter uns.
heißt ja sowas wie is equal, oder? Sequel. Sequel. Also ist gleich. Sequel. Is equal. Lol, das ist ein Wortspiel, ne? Kann es sein? Closer und wer fährt noch mit Platz 4? Komm, Wagen, mach. Na, jetzt habe ich mich ein bisschen ablenken lassen. Tinker. Okay. Weiß ich jetzt nicht, was das bedeutet. Oder ob es etwas bedeutet. Ey, sag mal, ist doch nicht dein Ernst. Da biegt der vor mir und ab, ey. Zahlreiche Anrufer. Da rufen die Leute jetzt also an. Wegen uns, weil wir ein schönes Straßenrennen verursachen. Also, nicht verursachen, sondern originell absolvieren. Meine ich natürlich. Ja. Mann, ey. Immer genau mein Weg hier. Kann doch nicht sein. Hier rechts Abkürzung. Ja. Okay, sind gleich bei 3/4 und ich müsste jetzt die anderen noch einholen, damit ich hier gewinnen kann. Sieht aber ein bisschen schlecht aus, muss ich sagen. Ups, falsche Taste. Platz 3 ist jetzt nicht gerade so schön und ich bin 10 Sekunden hinten. Und gleich kommt auch noch die Polizei, ey. Oh, ist doch nicht euer Ernst. Scheiß Polizei. Vielleicht wäre ich wenigstens noch Zweiter. Na komm, komm her. Komm her. Ey, sag mal. Fand ich nicht nett. Ja, oder gleich eine Corvette. Oh, da fährt er. Was hat der denn gemacht? Wow, Alter, da habe ich den aber von oben gerammt, ey. Okay, den da vorne. Vielleicht kriegen wir ihn wirklich noch. Ne, es wird sehr knapp, also. Upsala. Sieht schlecht aus. Naja. Fahren trotzdem mal bis zum Ende kurz. Ach komm, ey. Ja, gut. Yay, Zweiter. Werde ich jetzt festgehalten? Ah, ich dachte schon, ich werde jetzt festgenommen, ey. Server fies. Okay, wir starten natürlich neu. Dann entgehen wir auch der Polizei. Ja, vielleicht schneide ich euch für euch das wieder ein bisschen. Mal gucken. So, das ist die Polizei. Ich würde sagen, die letzten 20% des Rennens zeige ich euch wieder. Upsala. Ja, bin aktuell Platz 1. Das heißt, es sieht ganz gut aus. Die Polizei ist natürlich auch schon mal wieder am Start. Ja, ja. Klick, 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 klick. Hallo. Ja, bis jetzt sieht es ganz gut aus für mich. Die Polizei haben wir jetzt natürlich am Hals. Die werden jetzt auch nicht mehr loswerden bis zum Ende des Rennens. Deswegen müssen wir uns mit der noch nach dem Rennen kurz rumplagen. Hä? Was? Hä? Warum sind deren Blinklichter kurz ausgegangen? Naja. So, ich habe gewonnen. 366.16. 256 km/h. Prämie 20.000. Supidupi. Dann müssen wir jetzt nur noch der Polizei entkommen. Und ja, ich habe noch gar nicht geguckt, was wir denn schaffen müssen. Vielleicht, naja, haben wir jetzt noch Zeit dafür? Hm. Bin nicht so sicher. Sachschaden müssen wir diesmal wieder erreichen. Ey, Leute. Ey, Leute. Nein. Ey, da hatte ich jetzt aber gar keine Chance, ey. Bitte. Hä, wo? Warum sind wir noch einmal woanders? Ah. Oh. Au, 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 au. Wegen rücksichtslosen Fahrens. Ja, wir haben ein Symbol. Hä? Hallo? Ach, meine Maus schon wieder, oder was? Ja, wenn meine Maus im Bild ist, dann kann man den Cursor nicht bewegen. Ja, mit Symbol das jetzt bezahlen? Nee, komm, das bezahlen wir jetzt mal mit Geld, weil... Das ist mir ehrlich gesagt... Bisschen zu wenig, um da ein Symbol zu verwenden. Ja, wollen wir hier mal gleich...
Wenden wir gleich mal das hier an, ne? Möchtest du einen extra Verwarnungsgutschein benutzen, um die maximal erlaubte Verwarnung für deinen Wagen zu erhöhen? Du kannst das Limit auf maximal 5 Verwarnungen erhöhen. Na klar. Haben wir hier nämlich 4. Und dann dauert es länger, bis der konfisziert wird. Naja. Das ist ganz gut, würde ich mal sagen. Okay, dann machen wir weiter mit dem nächsten Rennsieg. Und zwar fehlen uns noch 2. Und ich suche mir mal wieder aus, welches wir machen werden. Wir machen weiter mit dieser Mautstelle Bond and Beacon Bridge. 21,2 Kilometer. Maximales Kopfrisiko, also lang und mit vielen Cops. Scheinbar. Aber die anderen Events, die es so gibt, sind halt nicht so cool. Naja. Wie dem auch sei. Wir machen es einfach. Los geht's. Genug Zeit haben wir ja noch. Sofern mein Timer nicht lügt. Okay, mit unserem neuen Porsche sollte es doch auch recht schnell von der Hand gehen hier. Hoffe ich mal. Upsala. Kurven viele hintereinander. Da hatten wir aber schon Zeitprobleme. 4 Sekunden nur übrig. Naja. Aber über die Autobahn können wir wirklich sehr schnell fahren. Das ist ganz schön. Boah, Alter, das ist knapp. Das ist auch der Highway 201, obwohl hier gar keine 201s sind. Okay, da hatten wir jetzt noch knapp 10 Sekunden Zeit. Na dann. Passt das doch. So. Hier rechts, wenn man hier rechts über diese Wand guckt, dann sieht man einfach, dass unter der Bahn nichts ist. Sind ja schon ein bisschen schlecht von den Entwicklern. Oder zum Beispiel auch das. Naja. Wie soll ich sagen? An der einen Stelle eben. Ja, man einfach von oben durch den Tunnel gucken kann. Habe ich euch ja gezeigt ein paar Mal. Oh, wir müssen den jetzt fahren. Oh, scheiße. Nein. Guckt euch das mal an auf der Karte. Wir müssen. Ach, na toll. Polizei auch noch. Ich habe keine Zeit. Wir müssen jetzt hier abfahren und dann sofort links ins Stadion. Und dann sofort wieder rechts. Das ist immer ein interessanter Weg. Hier gleich wieder rechts. Okay, und dann hier lang anscheinend. Das ist immer ein interessanter Weg. Sehr schön. Ja, Polizei ist auch schon da. Ach, wir sind schon bei über der Hälfte. Na, das ist doch. Ging doch wirklich bis jetzt recht schnell. So, ja. Die Polizei ist halt auch einfach nur da, weil sie da sein muss. Nicht, weil sie mich jetzt wirklich festnehmen kann. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich bin auch nur auf Stufe 1 jetzt. Weil ich ja wieder festgenommen wurde. Also ich bitte euch, Leute, das ist doch hier easy. Easy peasy. Hui. So, nochmal eine Kurve. Zack. Ja, was sagt die Einsatzleitung? Natürlich halte ich nicht an. Hui. Tja, Einsatzleitung sagt nichts. Also solltet ihr wohl einfach abbrechen, die Verfolgung. Ich glaube, das wäre die schlauste Option. Wenn es nach mir ginge. Naja. Aber bekanntlich geht es nicht nach mir. Das ist ein bisschen schade, aber na gut. Dann ist es halt so. So, noch eine 90-Grad-Kurve. Dafür gibt es ganz schön viele hier in dem Rennen. Ist mir aufgefallen. So, wir sind schon bei über 3/4 von dem Event. Do not pass steht hier. Sperrt das Gebiet ab. Wiederhole, Gebiet absperren.
Beat absperren, ja. Na, ihr werdet ja wohl kaum Straßensperren hier während des Events aufstellen können. Kann ich mir nicht vorstellen. Oder macht ihr zumindest nicht. Das, ihr wisst ja nicht mal, dass ich hier ein Event fahre. Diese Barrieren sind auch nur für mich sichtbar. Für die Polizei sieht die gar nicht. Die wahrscheinlich die anderen Racer auch nicht. Oh, ich habe sogar eine Abkürzung genommen. Das war nicht mal beabsichtigt. Also schon, aber ich habe nicht gesehen, dass das die Abkürzung ist. Dass das als Abkürzung zählt quasi. Upsala. So, davon sind wir zu Ende. Hier ist das Ziel. Sehr schön, hat noch über 30 Sekunden übrig. 4, 43, 97, 202 km/h Geschwindigkeit und nochmal 20.000 Geld erhalten. Sehr schön. Jetzt müssen wir der Polizei noch entkommen. Oh, hier waren wir noch nie, oder? Hier kann man auch langfahren. Das wäre mal interessant. Es wäre cool, wenn hier so eine kleine Rennstrecke wäre. Auch nur auf dieser Insel. Einfach so ein Rundkurs. Fahren abseits der Straße. Ja gut, das bringt mich aber jetzt nicht weiter, wenn ich hier lang fahre. Deswegen ergreife ich lieber mal die Flucht. Denn in dem Part haben wir jetzt auch keine Zeit mehr, uns um die Polizei zu kümmern. Ja, ja, gleich nachdem ihr alle Short seid, okay? Machen wir so. Oh nein! Scheiße. Ich bin hier drunter. Oh, ich dachte schon, ich hänge jetzt hier fest. Das wäre nicht cool gewesen. Oh, die hängt da auch fest. Das ist ja cool. Ich bin in der Flucht. Au, au. Weil ich setze mich mal kurz zurück. So. Dankeschön. Und wir sind entkommen. 700 Kopfgeld, Verfolgungsdauer. Ja, mehr gab's nicht. Na gut. Okay, alle Einheiten werden angewiesen, diesen Einsatz zu beenden und wieder den normalen Dienst zu versehen. Ich habe mich einmal gefragt, ob man über diese Brücke dort hinten drüber fahren kann. Ich glaube nämlich nicht. Aber die Frage ist auch, wo ist denn die Brücke? Wenn wir jetzt mal auf die Weltkarte gucken. Ja, nee, die ist ja. Die ist ja genau geradeaus jetzt, ne? Wenn wir von hier aus gucken. Aber wenn ich hier geradeaus auf die Karte gucke, von meinem Pfeil aus gesehen, dann ist da ja nichts außer. Ja, Land. Und danach, dahinter ist ja nichts mehr. Das heißt. Eine Straße, über die wir nicht fahren dürfen. Ist ja mal interessant. Na gut. Wir machen, würde ich sagen, im nächsten Part weiter mit dem nächsten Rennsieg und ich suche mir das Event mal wieder kurz aus. Gut, ich habe mich für dieses Event entschieden, ein KO-Event. Wie lange geht das nochmal? 16 Kilometer, minimales Kopfrisiko, 20.000 Geld gibt es dafür. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, ein Event 9 von 12. Damit geht es also im nächsten Part weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bewerten nicht vergessen. Also dann, bis zur nächsten Folge und tschüss.